Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Surviving Mars. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir weiter fortfahren könnten, wo was hin soll. Alles sehr mittelfristig bis langfristige Gedanken. Ich habe überlegt, hier auf dieser Linie, mehr oder weniger, zwischen der Kuppel, die wir hier hinbauen werden, in erster Linie, um hier Edelmetalle abzubauen, und dieser ersten industriellen Basis, die wir hier hatten, eine Verbindung zu ziehen, die über kurz oder lang Produktion bieten soll. Also die Polymerfabrik von hier würde ich dann zum Beispiel hier hinsetzen, dann können wir von oben auch noch Wasser heranführen. Das heißt, das wäre hier ein Produktionsstandort, der die Weiterverarbeitung aus diesen Gebieten voranbringt. Dann haben wir sozusagen auf dieser Strecke von hier dann nach hier hoch, würde ich vielleicht sozusagen nochmal eine Kinder- oder Jugendkuppel setzen, die sich gezielt der Bildung widmet. Aber da müssen wir auch nochmal weiter blicken. Erstmal, erstes kurzfristigeres Ziel ist es hier, die Arbeiten so weit voranzubringen, dass hier eine Kuppel auch überlebensfähig wäre. Und dazu gehen wir einfach mal wieder ins Spiel. Was wir hier dann brauchen, ist eine Wasserquelle, ein Wasserextraktor. Den setzen wir hier hin. Müssen ihn mit entsprechenden Rohren, obwohl mit Rohren noch nicht mal verbinden, da müssen wir gleich erstmal gucken. Aber mit Strom muss er verbunden werden. Sonst bringt das alles nicht viel. Wir lassen die Stromkabel einmal hier so hochlaufen und dann hier ran. So, das haben wir. Dann brauchen wir, was wir auf jeden Fall dann schon mal bauen können, ist auch ein Wassertank. Den kann man immer daneben setzen. Lebenserhaltung, Wasserturm, genau. So heißt das Ding. Und die entsprechenden Rohre dazwischen. Dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir hier schon mal die Wasserversorgung, die Sauerstoffversorgung. Hier muss eigentlich eine große Kuppel hin. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier schon 14. Das heißt, es muss schon ein zweites Kind noch dazugekommen sein. Gamma Planet ist dazugekommen. Ein weiteres Kind. Von einem Jahr auf dem Mars geboren. Und Utopia Sturm ist auch schon jugendlich. Das heißt, schon in der Arbeit mit 8 Jahren arbeitet man hier schon. Sehr schön. Keine Spezialisierung. Dafür müssten wir wahrscheinlich irgendwas bauen, wenn ich das richtig vermute. Gucken wir einmal kurz hier in die Kuppels. Ne, hier Bildung und Forschung. Schule. Ne, da kriegt man nur Stärken. Mars-Universität. Ist das das? Gucken wir mal kurz hier mal in die Gebäudeübersicht. Ach, die ist ja irgendwie nur sehr begrenzt sortiert. Das ist der Spielplatz. Ob ich es denn jetzt gerade überschlagen? Kindertagesstätte haben wir da, der Spielplatz. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich habt ihr die schon 5-mal gesehen. Die kenne ich ja von anderen YouTubern. Wenn ich dazu gucke und dann denke ich immer, wieso sehen die das nicht? Und jetzt verstehe ich warum. Moment, war das? Bildungsspezialisten, okay. Ja, okay, war nicht so schwer eigentlich zu finden. Aber auch dafür brauchen wir die entsprechende Forschung. Das ist alles nicht so ohne.
Hier ist, glaube ich, keine Fortbildung, keine Fortpflanzung möglich. Sozial, Entspannung und Gaming fehlt. Können einmal kurz gucken. Zumindest Sozial und Entspannung kriegen wir doch auch mit so einem. Das haben wir hier über so eine komische Statue hingekriegt. Ach nee, das ist kein Sozialball. Aber ich meine, das konnte hier irgendwie so hin. Aber gucken wir noch mal eben nach Sozial und Entspannung. Da gibt es ja auch was Kleines als diese. Dass diese Bar, die ja sehr riesig ist. Casino ist auch sehr groß. Ich glaube, für die Stelle finde ich das alles noch so ein bisschen zu groß. Weil ich meine, wie gesagt, sozial, das kriege ich auch momentan noch hier durch so eine. Nee, da kriege ich nur Entspannung hin. Sektor scanned. Scanned, aber keine Anomalien. Und dann hatte ich doch gerade noch mal gesehen. Ja, aber auch das ist ein großes Ding. Ich weiß gar nicht, wechseln die zum Beispiel auch Kuppeln? Also wenn man hier neben eine neue bauen würde, die rein der Erholung dient. Dinge, die ich noch gar nicht weiter verfolgt habe. Okay, hier fehlt Metall. Frage ist, können wir hier irgendwo in der Nähe welchen auftreiben? Welches auftreiben? Irgendwie nur sehr begrenzt, wie es aussieht. Wie viel ist denn hier angesammelt inzwischen? 37, das ist nicht viel. Alles klar. So, der Sektor ist gescannt. Jetzt habe ich weggeklickt, welches Gebäude nicht funktionsfähig ist. Oh nein! Jetzt lade ich zwar alle ein, aber ist auch egal. Wir bauen einmal eine Mülldeponie hier oben noch dran. Und schon sind sie alle unterwegs. Ja, wir produzieren zu wenig. Ich kann einmal kurz hier mal den Vergleich machen. Also Metalle produzieren wir auch zu wenig pro Tag. Klappt das überhaupt, dass ich jetzt dem zum Beispiel sagen könnte, schließe ich mal dem Hub an? Ja, verliert wahrscheinlich auf dem Weg dahin Energie oder so.
Würde ich jetzt nicht ausschließen. Wir bauen noch hier einmal ein Mülllager hin. Eine Mülldeponie. Das ist auch kein Metall, ne. Ach ja, die Kuppel, da wollte ich warten, bis es die große gibt. Aber das dauert noch so lange. 300, da brauchen wir 9 Sols für. Bis wir da was entdeckt haben. Ich versuche mal eben rauszufinden, ob man auch mehrere kleine, obwohl es... Hier werden Sachen schon fleißig transportiert. Aber wir produzieren eigentlich zu wenig. Ein bisschen was mir bewusst geworden ist, dass das Hauptproblem nicht irgendwie Ressourcen, also am Ende nicht Ressourcen sind, sondern Menschen. Also und Platz für die Menschen. Dann machen wir uns nichts vor, ne? Wir haben hier 12 Leute, die Platz für 12 Leute. Die Kuppel hier selber, die sind auch nicht glücklich genug, um Kinder zu produzieren. Nicht funktionierende Gebäude 2, ja. Und da fehlt auch die, da fehlen auch die Maschinenteile wahrscheinlich. Hier sind. Hier ist auch keins wirklich drin gespeichert. Research complete. Hier ist auch keins. Sehr gut, die Forschung hier ist abgeschlossen. Ich überlege, ob ich hier wirklich mehr Leute noch hinschicke. Wenn ich jetzt hier im Moment. Doch, das war richtig. So ein Apartmentgebäude hin. Setze. Ach, falscher Knopf. Wie war denn das noch? Ach genau, mittlere Maustaste drehen. Jetzt bauen sie das hier hin. Das dürfte nicht so schwierig sein. Und wir lassen dann einfach ein paar Leute ohne Spezialisierung antanzen. Also sagen wir einfach mal, wir wollen keine Schwächen haben. Dann sind 6 Kolonisten, die wir jetzt momentan mitnehmen können. Alle ohne Spezialisierung. Partylöwen. Veganer, sexy. Fit. Und Hippie. Momentan ist es ausgeglichen. Faul ist problematisch. Jeden Tag Gesundheit. Weiß nicht, ob die nicht... dann sterben die ja auch schneller, ne? Wobei, kann ja auch ein Vorteil sein. Fehlfunktionen finde ich irgendwie nicht so witzig. Alkoholiker finde ich nicht so praktisch. Viel Fraß hoffen wir mal, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Jetzt haben wir 9, das ist ja auch nicht wirklich, wirklich viel. Haben wir noch irgendwas ausgeschlossen? Was vielleicht an der Stelle aber auch noch mal denkbar wäre. Ein Botaniker könnten wir noch mitnehmen. Theoretisch auch ein Mediziner.
Sind wir bei 11. Von mir ist auch nochmal ein Geologen. 13, okay. Sehr gut. Wir nehmen jetzt mal erstmal alle Spezialisierten mit. Und gehen jetzt einmal die ohne Spezialisierung durch. Wir haben momentan 2 Frauen, 3 Frauen, 4 Frauen. Das heißt noch 2 Frauen. Na gut, jetzt habe ich zu, aber es sind auch hauptsächlich sind auch sehr viel stärker Frauen, die wir hier haben. Wir sind jetzt bei 10, 2 Stück noch. Chronisch krank oder fit, nö, das ist doch okay. Ja, aber das wird sich ja gleich ändern. Da kommen nämlich die Apartments dazu. Und dann, ja, da ist genug Beton da. Und dann können wir die Produktion hier ein bisschen ankurbeln. Vor allem die Maschinenteile brauchen wir dringend. Sector scanned. Ach, da ist auch nichts wirklich Gutes gefunden worden. Mal einmal kurz gucken. Wo funktionieren die Gebäude nicht? Hier unten fehlen echt Maschinenteile. Und hier oben fehlt Strom und Metall. Obwohl Metall dürfte ja jetzt aufgeladen worden sein, wahrscheinlich. Dann entlad das bitte einfach mal hier. So, einmal die linke Maustaste benutzt. Und dann haben wir ihn hier. Der entlädt einfach mal hier den Kram. So, und dann nimmst du von hier die Maschinenteile mit. Ach Mist, die brauchen wir hier auch, ne? Und jetzt ist nur noch eins da. Wie viele Maschinenteile haben wir denn insgesamt noch? 2. Na, das ist echt blöd. Das ist irgendwie nichts. Na, hier sind nämlich auch keine. Wir brauchen hier dringend mehr Personal. Dann bauen wir nämlich die erste Basis erstmal richtig aus. Wir brechen diesen Bau hier einfach erstmal ab. Dann können wir nämlich die Maschinenteile sinnvoller benutzen. Und die Geräte wieder zum Bau bringen. So, ich würde jetzt einmal gerne. Sozusagen kann, auf der Ebene kann man es nicht sehen, ne? Das ist schon so ein bisschen. Na, aber da reicht ein Hub nicht aus. Wage ich mal zu behaupten. Wo haben wir sie denn Drohnen-Hub? Jawohl. Das Problem ist, dass während man baut, offensichtlich die anderen ausgeschaltet sind, die anderen Anzeigen.
Das wird jetzt gleich eine ziemliche Herausforderung. Bin mir auch nicht so sicher, ob das alles so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Wie viel Nahrung haben wir denn? 32, das ist wenig. Wir produzieren eigentlich zu wenig Nahrung. Das heißt, ich würde gern hier in die Kuppel auf jeden Fall, wir müssen hier auf jeden Fall noch mal eine Farm reinbauen. Und da gibt es schon irgendwas anderes derart. Ja, aber die Farm und Pilzfarm können wir nicht, können wir noch nicht nutzen. Das müsste ja kein Problem sein, das eben zu bauen. Cable fault reported. Da ist doch offensichtlich schon einer unterwegs, oder? So, liebe Leute, wir geben noch den Befehl. Hier soll die Rakete landen. Und dann beim nächsten Mal werden wir uns dementsprechend angucken, klappt das alles mit den Sector Passagieren? scanned. Anomaly found. Haben wir ein Problem damit, dass wir jetzt weitere Leute hier auf den Mars haben? Geraten wir in irgendein größeres Problem? Guckt euch mal die Stromknappheit an. Ach, das ist alles sehr, sehr unbefriedigend. Wir müssen einiges tun. Gespeichert haben wir wie viel? Also 600, na gut, das geht alles. Trotzdem müssen wir deshalb was angehen. In dem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir gucken, wie diese Kolonisten sich in diese New Gesellschaft colonists have arrived. integrieren. Und ob unsere Ressourcenverteilung dann noch so funktioniert und ob es uns gelingt, das ist ja das, was ich momentan am meisten hoffe, insbesondere die Maschinenproduktion deutlich anzuschieben. In dem Sinne, habt noch eine schöne Zeit, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, sagt euer Patje.